Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir am SLK-Klinikum in Heilbronn und die HNO-Klinik hier, die feiert den 50. Geburtstag, ein ganz besonderes Jubiläum. Und was diese HNO-Klinik auszeichnet und was dort angeboten wird, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, und jetzt sind wir hier im Bereich der HNO-Klinik und da wurde bereits mit einem Tag der offenen Tür am Samstag ein Einblick gewährt. Da können wir auch mal noch ein paar Impressionen zeigen, was hier abgelaufen ist, beispielsweise auch an einem überdimensionalen Ohrmodell. Also da konnte man sich informieren und wenn man auch diese Broschüre hier liest über 50 Jahre, dann wird da sehr viel verdeutlicht, was sich alles getan hat in diesen 5 Jahrzehnten. Da kann man auch mal ein paar historische Bilder zeigen. Es besteht natürlich klar, Maskenpflicht, wir dürfen es nur fürs Drehen hier kurz abnehmen und natürlich auch bei der Untersuchung. Jetzt sind wir nämlich hier im Untersuchungsraum mit Professor Burkhard Lippert. Herzlich willkommen. Sie sagen uns mal ganz kurz, was Sie jetzt hier mit dem Patienten unternehmen. Dieser Patient hat eine behinderte Nasenatmung und jetzt untersuche ich ihn, um die Ursache herauszufinden. Okay. Ich schaue jetzt mir das Innere der Nase an, leuchte hinein und darf berichten, dass hier eine Verkrümmung der Nasenscheidewand vorliegt und eine Vergrößerung der unteren Nasenmuscheln, sodass die Nasenatmung hierdurch behindert ist. Und was würden Sie in so einem Fall dann machen als Nächstes? In so einem Fall können wir durch eine Operation dem Patienten sehr gut helfen, eine Begradigung der Nasenscheidewand und eine Verkleinerung der Nasenmuscheln. Jetzt ist das der laufende Betrieb. Wir haben das große Jubiläum, den Festakt auch am Freitagabend. Was bedeutet es für Sie, diese 50 Jahre HNO-Klinik? Das bedeutet, ich bin sehr stolz auf diese Entwicklung, die diese Klinik gemacht hat. Inzwischen sind wir eine der größten Kliniken in Deutschland und können auch für die Patienten dieser Region alle Verfahren diagnostisch wie auch therapeutisch anbieten, so wie auch eine große Uniklinik. Und wie das alles hochwertig abläuft, das schauen wir uns jetzt in den weiteren Behandlungsräumen an. Ja, und jetzt sind wir hier im Bereich, wo das Gehör getestet wird. Und mir sagt man auch immer nach, dass ich den einen oder anderen nicht verstehen würde. Und ob das jetzt am Gehör tatsächlich liegt oder an anderen Gründen, das testen wir jetzt mal. Man sieht, die hohen Töne sind nicht sehr gut. Eigentlich sollte er schon hier oben im oberen Bereich hören können. Das wäre so das normale Gehör. Und umso höher der Ton wird, umso schlechter hört er die. So, und die tiefen Töne, die sind wiederum sehr gut. So, jetzt sind wir in der digitalen Volumentomographie der SLK-Kliniken hier mit der HNO-Klinik. Und wir haben den Patienten ja bei der Untersuchung schon gesehen. Und welche nächsten Schritte sind jetzt hier abgelaufen? Hier sieht man die Darstellung des Schädels in einer 3D-Auflösung. Und hier können wir genau analysieren, wo die Pathologien liegen. Und Sie sehen hier unseren Patienten mit der Nasenproblematik. Hier ist die Nasenspitze. Und es lässt sich schon erkennen, dass hier eine Scheidewandverbiegung vorliegt. Als Nebenbefund hier ein Loch in der Nasenscheidewand, das wir operativ schließen müssen. Und im weiteren Verlauf sehen Sie hier die Nasenmuscheln, die auch zu dick sind, also den Weg in der Nase eng machen. Und im weiteren Verlauf sieht man diese erhebliche Verkrümmung der Nasenscheidewand, die insbesondere auf der rechten Seite die Nase quasi abriegelt. Da hat natürlich die Digitalisierung bei der Behandlung und bei der Diagnose unglaubliche Schritte möglich gemacht. Wenn man sich das überlegt, wie habt ihr das früher gemacht? Früher hat man das gemacht. Ich zeige das hier mal an einer alten Röntgenaufnahme. Haben wir solche Übersichtsaufnahmen gemacht, auf denen man eigentlich nicht so exakt vorgehen konnte. Ich bewundere die Vorgänger der Vorgängergeneration, wie gut die das dann trotzdem zustande gekriegt haben. Aber wir haben hier innerhalb von wenigen Sekunden eine exakte Darstellung des knöchernen Schädels. Sehr spannend. Und sehr spannend sind auch die weiteren Krankheiten und Vorgänge, die hier behandelt werden. Und da schauen wir uns jetzt in einem weiteren Raum an. Ja, jetzt sind wir in dem Bereich, in dem es um Schwindel- und Gleichgewichtsprobleme geht und wie man das Ganze diagnostiziert und feststellt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Was geschieht denn hier, Herr Professor Lippert? Hier haben wir eine Patientin zur Schwindeluntersuchung und hier simulieren wir jetzt
wie das Gleichgewicht darauf reagiert, wenn wir die Untersuchungsebenen oder die Ebenen letztendlich, in denen man sich bewegt, verändern. Wir können dann messen, wie der Körper das versucht, durch Muskelbewegungen zu kompensieren, wie die Augenbewegungen sind. Und Sie sehen, der Patient ist angeschnallt, damit er nicht stürzt. Und was sind dann die nächsten Schritte, die dann unternommen werden, wenn Sie das Resultat haben? Wenn wir das Resultat haben, können wir gezielt schauen, welche Übungen wir dem Patienten geben, damit das Gleichgewichtsorgan wieder kompensiert, wie wir sagen, also den Ausfall kompensiert. Hier gibt es die Möglichkeit, dass das rechte Organ, wenn das linke gestört ist, Arbeit übernimmt. Hier gibt es die Möglichkeit, dass die Augen übernehmen. Hier gibt es die Möglichkeit, dass die taktilen Messinstrumente übernehmen. Also wichtig ist, dass wir dem Patienten Übungsanleitungen geben. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick der spannenden Untersuchungsmöglichkeiten erhalten. Ihr feiert 50. Geburtstag. Welchen Wunsch haben Sie denn an die Zukunft? Der Wunsch an die Zukunft ist, dass wir weiter wachsen, dass wir weiter in der Digitalisierung fortschreiten. Ich sehe große Chancen auch in der künstlichen Intelligenz. Wir müssen uns dieser neuen Techniken stellen, uns deren bedienen, damit wir auch zukünftig für unsere Patienten das Beste bieten können. Gibt also auch für die Zukunft sehr viel zu tun. Spannend. Absolut. Allemal. Vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gewährt haben. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt einen Stock nach oben. Ja, jetzt haben wir interessante Einblicke hier im Neubau erhalten. Und es wird ja weitergebaut hier bei den SLK-Kliniken. Auch da haben wir ja schon einige Aufnahmen gemacht, damit die Patientenversorgung auch in der Zukunft hier in der Region optimal sein kann. Bei ganz anderen Bauprojekten, da gibt es regelmäßig Krach und Ärger. Und alle Welt möchte die Energiewende einleiten und umsetzen. Dazu braucht es natürlich die erneuerbaren Energien. Aber überall, wo dann etwas geplant wird, ob es große Windparks sind, wie in der Nähe von Reukheim oder jetzt auch in Hohenlohe bei Dörzbach, Krautheim und Mulfingen, regt sich sofort wieder Widerstand. Und damit kann man natürlich dieses 2%-Ziel, das man ausgerufen hat, nicht erreichen. Und wenn man den Netzbooster anschaut, diese große Netzbatterie, die zum Speicherung dieser Energiequellen in Kupferzell gebaut werden soll, dann gibt es vor Ort auch wieder harte Debatten. Aber wenn man sieht, was das Handelsblatt berichtet hat, das hat es als Vorzeigemodell beschrieben, das dem Land Milliarden sparen kann und mit dem man die Zukunft auf dem Energiesektor umsetzen kann. Da muss man vielleicht das ein oder andere Mal über seinen Schatten springen. Ja, und über unseren Schatten in Sachen Zeitungsberichterstattung müssen wir gar nicht springen, wenn es darum geht, was darf man denn schreiben und was nicht. Und da hat die Schießereien-Leingarten wieder ganz interessante Dinge ans Licht gebracht. Von vielen Lesern werden wir attackiert. Ihr müsst die Nationalitäten nennen. Und da gibt es klare Regeln. Wenn das etwas mit der Tat zu tun hat, dann wird die Nationalität genannt. Und da gibt es ja auch vom Presserat entsprechende Empfehlungen. Im Fall von Leingarten ist es eben klar, dass die Recherchen ergeben haben, dass man diese Nationalität bei den Minderjährigen noch dazu nicht nennt. Es ist ja auch völlig gleich, ob das nun ein Italiener, ein Schwede oder ein Österreicher war. Also das sind Polizeifragen. Und Polizeifragen beschäftigen natürlich auch all diejenigen, die in Heilbronn im Präsidium arbeiten. Wer wird Nachfolger von Hans Becker? Das ist immer noch nicht klar. Im Dezember geht der Polizeipräsident und die Stelle ist noch nicht einmal offiziell ausgeschrieben. Das sorgt natürlich für Unruhe, hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass er bei der Besetzung der Spitzenposten bei der Polizei es zuletzt einige Probleme gab und das eine oder andere, was kritisch diskutiert wird, beispielsweise auch im Untersuchungsausschuss mit Thomas Strobel. Vielleicht lässt man sich deswegen Zeit und will es ganz genau machen. Aber eine Entscheidung muss fallen, eher früher als später. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.